So, herzlich willkommen. Guten Morgen heute am letzten Handelstag hier in diesem Monat. Wir haben ja verkürzte Handelswoche. Freitag gibt es ja den Karfreitag, sind die Börsen geschlossen. Und das ist auch so eine kleine bisschen Besonderheit, die wir schon diese Woche haben, denn es werden Freitag, erster Freitag im Monat, Non-Farm Payrolls veröffentlicht, aber gleichzeitig hat die Börse zu. Ist eine seltene Konstellation, aber kommt manchmal zufällig vor. Und das bedeutet für die Händler, die entsprechend natürlich hier auf diese Zahlen immer sehr gespannt warten. Sie kriegen die Zahlen am Freitag, müssen sich aber dann bis Ostermontag in den USA gedulden, also ganze 3 Handelstage, bevor sie darauf reagieren können. Jetzt wollen wir uns mal selber in die Lage hineinversetzen. Wie sieht das aus? Wir sind im Ungewissen, wissen nicht, was entsprechend an Zahlen kommt. Würden wir neue Positionen eingehen? Würden wir entsprechend da uns kräftig engagieren vor Ostern, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nein. Und das ist so auch das, was ich entsprechend hier für diese Woche erwarte. Ich warte eine ganz ruhige Handelswoche. Das heißt, ich erwarte hier nicht viel Bewegung. Wir haben Montag früh einen klassischen Montag gesehen, 1, 2 Handelsstunden Action und danach im Prinzip mit wenig Action Bewegung auf den ganzen Tag. Das war im DAX so. Ich zeige euch mal gerade hier im DAX hier diese Kerze hier und danach ging es dann zwar insgesamt im Trend weiter nach oben, aber das war in vielen, vielen anderen Märkten auch so. Und als Händler sollte man so eine Woche dann auch entsprechend nutzen. Ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter ist, also hier bei uns ist es fürchterlich. Also ganze Nacht gestürmt, Regen und sonst was, aber eigentlich ist das so ein Wetter, wo man entsprechend, am besten zu Hause bleibt, nur das Handeln wird wahrscheinlich auch nicht irgendwo drin sein. Also am besten irgendwo hinfahren, wo die Sonne ist oder so. In dieser Handelswoche werdet ihr nicht allzu viel erwarten können. Nichtsdestotrotz sind wir heute hier, wollen natürlich gucken, was machen wir aus dem Markt. Das Beste wollen wir natürlich trotzdem machen. Wir haben natürlich auch ein paar Standardstrategien und die werden wir natürlich auch heute handeln. Beginn mal mit einem Markt hier, dem Euro-US-Dollar. Den wir ja in den vergangenen Wochen eigentlich immer sehr, sehr erfolgreich mit der Breakout-Open-Strategie handeln können. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, dann sehen wir, ich gehe jetzt erstmal in der groben Analyse hier auf diesen Markt. Natürlich haben wir hier diesen riesengroßen Abwärtstrend, wenn wir in dem langfristigen Chart schauen. Also wenn wir hier langfristig runterschauen, sehen wir, Euro-US-Dollar ist ganz klar abwärts gerichtet. Und das hier, das waren die letzten großen Tiefs, das ist immer so eine Zielmarke für eine Aufwärtsbewegung. Die ist ja nicht so ganz erreicht. Der Markt muss die auch nicht unbedingt erreichen, aber zumindest hat er schon mal in die Richtung sich hier bewegt. Wollen wir mal gerade schauen, ob ich hier, ich mache jetzt mal einen Screenshot am besten. Das ist vielleicht am einfachsten, um die Sachen zu erklären. Dann schauen wir mal, wie wir hier den Euro-US-Dollar heute hier Herr werden. Also, der große Trend ist definitiv hier nach unten gerichtet und das hat sich auch nicht geändert. Also, da braucht jetzt auch keiner irgendwie einen Aufwärtstrend hier rauszulesen oder sonst was. Und dann haben wir hier im Prinzip, wenn wir die markanten Bewegungen anschauen, haben wir hier dieses markante Hoch, was damals mit der Zinsentscheidung oder Nichtzinsentscheidung von Yellen kam. Dann haben wir hier dieses Zwischentief und dann haben wir hier ein weiteres Hoch, was marginal ist. Was im Euro-US-Dollar damit verblieben ist, ist derzeit, so sieht die Bewegung hier auf dem großen Bild aus, eine ganz klassische ADC-Bewegung nach oben. Also, das ist sie hier. Ich kann mal vielleicht noch dazu schreiben, ABC, dann haben wir wirklich alles so, wie wir es entsprechend erwarten. Und natürlich ist dieses ABC nur so lange ABC, wie der Markt hier keine neuen Hoch macht, aber im Moment ist das einfach mal der Fall. Von daher haben wir jetzt hier im Euro-US-Dollar recht große Seitwärtsrange. Das ist hier eine Korrektur innerhalb des Downtrendes und die hält jetzt hier schon im Prinzip den ganzen März über an und jetzt bewegen wir uns hier so in die Mitte der Range. Das ist immer so ein unangenehmer Punkt in der Mitte der Range. Warum? Weil oben können wir wenigstens Short gehen, unten können wir vielleicht ein bisschen Long gehen, auch wenn das gegen den Trend ist, aber in der Mitte der Range, das ist so der Punkt, wo man am meisten zersägt wird. Also da macht man eigentlich auch die schlechteste Performance. Von daher werden wir uns jetzt hier nicht übermäßig engagieren, aber der Vorteil in der Mitte der Range ist, wenn wir Open, Breakout Open Range treten, dann ist die Breakout Open Range durchaus erfolgreich hier in beide Richtungen. Das heißt, wir können Breakout nach oben wie nach unten handeln, weil die Schwankungen insgesamt im Euro-US-Dollar groß genug sind. Ich zeige euch mal hier entsprechend.
Wir machen das hier gerade groß, gehen wir auf den 5-Minuten-Chart. So, und das blaue eingekreist ist hier die Breakout Open Range. Und ihr seht, hier unten liegen wir mit einem kleinen Verkauf, möchte ich hier unten als Kurs ziehen. Wenn wir uns das gestern anschauen, auf den gestrigen Tag, dann haben wir hier die Open Range gehabt, etwas kleiner, Breakout Open Range. Und dann hat es ein bisschen gedauert, aber Markt hat im Prinzip hier das Target im Laufe des späteren Tages erreicht. Ehrlich gesagt, vom Traden her fürchterlich, weil wenn man hier so nah am Ziel ist, wird man einen Stop auf Break-Even ziehen und fliegt raus. Aber was ich hiermit zeigen will, ist, dass die Breakout Open Range insgesamt einfach funktioniert auf dem Markt. So, ist genau das gleiche hier. Ja? Breakout Open Range, wir sehen hier, Breakout Open Range Markt erreicht das. Das heißt, wir sehen also diese ganzen letzten Signale, Breakout Open Range, die haben alle hier funktioniert, hier in diesem Bereich. Waren zwar alles auch Breakouts nach unten, das heißt in Trendrichtung des größeren Trendes, aber das ist sozusagen die, naja, das ist eben nochmal so ein Zusatzvorteil, der da ist. Was machen wir heute? Wir handeln Breakout Open Range in beide Richtungen, das heißt, wir verkaufen bei 10787, 10788, da in dem Bereich, verkaufen wir den mit Ziel 10721. Das ist hier entsprechend unser Ziel. Ja, und falls der Markt nach oben rausgehen sollte bei 10860, dann würde ich eben kaufen mit Ziel 10929. Sieht im Moment nicht danach aus. Also von daher, das ist das, was wir auf dem Euro-US-Dollar machen werden. Und ganz ehrlich gesagt, mehr machen wir auf dem Markt nicht. Weil, wie gesagt, hier entsprechend die Range. So, kommen wir zum nächsten Kandidaten. Ja, das ist hier der S&P. Ihr seht schon, auch geht so seitwärts. Ja, wir haben ein paar schöne Sequenzen in dieser Seitwärtsbewegung gesehen. Die Bewegungen innerhalb dieser Seitwärtsrange sind eigentlich ganz schön, weil sie einfach dann doch über mehrere Tage in eine Richtung gehen. Aber letztendlich ist das auch kein Markt, der jetzt richtig zum Geldverdienen einlädt, weil eben keine schönen Trends da sind. So, und was haben wir gestern, wenn wir unsere gestrige Analyse geschaut haben, im S&P, erinnert ihr euch, das war hier das Bild, was ich euch gestern hier für den S&P gezeigt habe. Das war natürlich noch morgens früh. Ne? Da ist noch nicht die Kursbewegung drauf, die wir hier mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erwartet haben. Und wir haben gestern gesagt, naja, wir sehen hier den Trend ein bisschen seitwärts mit down. Also hier die letzte Sequenz ist down, aber es dürfte hier eine Unterbrechung geben, dieser Abwärtsbewegung mit einer Korrektur an diesen Kernwiderstand. Dieser Kernwiderstand, seht ihr hier, ist im 70er Bereich. Und das ist auch gestern dann, wenn wir uns das mal jetzt anschauen, was ist denn hier passiert, ist genau diese Bewegung entsprechend vollzogen worden. Und wenn wir uns das jetzt mal hier anschauen, dann haben wir, wie gesagt, hier diese ABC-Bewegung gesehen. Wobei das C etwas weiter, als ich dachte, gegangen ist. Wir haben zwei Kernwiderstände hier gehabt. Der erste, das war den hier, den habe ich eigentlich mir so ausgesucht gehabt. Das war die Linie, die ich euch auch eingezeichnet habe. Dann gibt es aber noch eine zweite Linie, die kommt hier aus diesen Tiefs her. Die geht hierher. Ne? Und da sehen wir, da sind wir nicht mehr ganz dran gelaufen, aber noch weiterhin. Aber insgesamt ist erstmal hier, wenn wir uns das so anschauen, ist der Markt hier insgesamt an Widerständen dran, und wenn wir hier diese Abwärtssequenz sehen, dann sehen wir, dass diese kleine Abwärtssequenz, die wir hier nach unten haben, dass die noch nicht gebrochen ist. Und ihr wisst ja, was wir versuchen ist, nicht den Markt vorherzusagen, weil das ist einfach nicht möglich, sondern wir versuchen einfach hier mit den Sequenzen zu arbeiten. Und solange wir nur ein ABC, also eine Bewegung, die so aussieht, gegen die Sequenz sehen, gehen wir weiter davon aus, dass die Sequenz sich fortsetzt. Heißt, solange wir hier diese Hochs hier von gestern nicht signifikant überschreiten, und ich meine damit nicht nochmal kurz antesten, sondern wirklich signifikant überschreiten, halte ich die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Markt hier wieder diesen Trend hier aufnimmt und dann hier unten das untere Ende der Range wieder beginnt anzutesten. Nicht ausschließen will ich hier nochmal einen Test dieses Punkt, aber ich möchte den Markt da nicht groß deutlich drüber sehen. Und ist auch im Moment, sehen wir hier heute Morgen, sehen wir eigentlich eine Schwäche schon im S&P, das ist der S&P hier in der Nachtsitzung. Dann sehen wir, da kommt hier ein bisschen runter. Und das heißt, da liegen wir mit unserer Einschätzung im Moment auf jeden Fall erstmal so, dass unsere Position, die wir aufgebaut haben, sich positiv entwickelt. Denn wir haben ja gestern unseren Swing Short glatt gestellt,
hier, also nochmal gerade rechtzeitig vor dieser Aufwärtsbewegung und sind dann hingegangen und haben ihn dann hier oben wieder aufgebaut. Und das heißt, wir haben ihn gute 14 Punkte höher wieder aufgebaut und jetzt wollen wir diese Position halten mit Ziel eben, dass der Markt hier unten weiterfällt. Ehrlich gesagt, von der Woche selber verspreche ich mir nicht allzu viel. Also es kann ein bisschen dauern, bis diese Position ins Laufen kommt. Wie gesagt, wir haben die verkürzte Handelswoche mit Karfreitag. Wir haben die neuen von Peros am Freitag, die aber, wo der Markt nicht darauf reagieren kann. Also werden sich die Marktteilnehmer nämlich immer alle gepflegt zurückhalten und es wird hier wahrscheinlich relativ wenig Action geben. Apropos relativ wenig Action. Der Horrorkandidat ist, glaube ich, hier im Moment der Bund Future. Glücklicherweise haben wir das erkannt und haben hier nicht groß drauf getradet. Auch hier zeige ich euch wieder, was haben wir denn in unserer Analyse, also in unserer Einschätzung gestern gehabt. Und wir haben gestern gesagt, naja, im großen Trend aufwärts, aber hier, das ist komplett seitwärts. Und ich hatte gestern schon darauf gewarnt, wenn der Markt mal kurzfristig, so wie hier unten, wie hier, die Range verlässt, ist das noch kein Zeichen, dass es tatsächlich hier aus der Range raus ist. Das ist typisch für Range, dass der Markt mal, ich mal das hier mal an, kurz mal aus der Range rausgeht. Und das Gleiche haben wir natürlich heute gesehen, haben wir gestern gesehen, kurzer Breakout aus der Range raus. Wir sind wieder in die Range komplett reingefallen. Nee, also da müssen wir jetzt wirklich nicht handeln. Das ist einfach nicht, da ist kein Vorteil in dem Markt. Lassen wir die Finger raus. Wir haben einfach schönere Phasen zum Handeln. Ja? Also wenn ihr euch das hier anguckt, ne, also da, das sind schöne Phasen, wo schöne, saubere Trends sind. Ja, aber das hier, diese letzten Tage, da müssen ein wenig geringe ATR, geringe Handelsspanne im Laufe des Tages, lassen wir die Finger weg, machen wir erstmal nichts. So, also damit heißt, werden wir wahrscheinlich, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit hier im Bund Future heute keine Trades machen. Ausnahme Breakout Open Range eventuell. Wenn die Range groß genug ist, danach sieht es im Moment aus. Ja, wir bekommen hier 20 Punkte Range. Das heißt, Breakout Open Range ist durchaus eine Option, die ich mir gebe. So, verbleiben wir mit dem DAX. Den Kandidaten, auch für den DAX, haben wir ja gesagt, okay, Markt befindet sich hier in einer Korrektur im Aufwärtstrend und diese Linie, die ich gestern hier eingezeichnet habe, haben wir es ein bisschen als entscheidend angesehen. Man hat das ganz gut gesehen, als der Markt gestern die Linie genommen hat, ging es relativ schnell, brutal nach oben. Und jetzt hat der Markt hier das nächste Widerstandsniveau erreicht. Generell ist es nicht mehr allzu weit bis zu den All-Time-Highs. Ich hatte euch auf diese saisonale Komponente hingewiesen, dass der April letztendlich dann eher ein positiver Monat auch wieder ist. Und ja, es gibt im Moment eigentlich nicht viele Argumente, warum der DAX fallen sollte. Und von daher tendenziell eher ein Kaufmarkt. Nächste gute Kauflevels, also wir haben hier natürlich hier bei 12,50 die Möglichkeit zu kaufen, ist die erste Unterstützung. Order filled. Dann hätten wir nochmal hier in diesem Unterstützungsbereich bei 1900. Aber ehrlich gesagt, sollte der Markt hier unten nicht mehr einfallen, sollte ich hier halten, wenn er dann wirklich aufwärts gerichtet ist und dann hier oben diese Ziele erreichen. Das ist ein bisschen was wir strategisch probieren, also auf diesen Hochs, ich markiere euch die Hochs mal, also hier diese Hochs, ja, und diese Hochs hier. Das ist so, wenn wir das hier rüberziehen, das ist eine gute Unterstützung, mit der wir arbeiten können. Ja, und dann sollte der Markt hier oben entsprechend die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Das ist das allerwahrscheinlichste Szenario. Und diese Long-Position oder diese Long-Positionierung würde ich im Moment halten, solange wir nicht unter diese Linie gehen. Ja, das ist hier diese Momentumbewegung, die hat sozusagen das Tempo gesetzt und die Richtung gesetzt nach oben. Sollte der Markt hier wieder runtergehen, dann würde ich allerdings erwarten, dass wir hier unten diesen Bereich antesten. Aber das heißt, wir kriegen hier ein schönes Trade-Setup. Wir kaufen hier irgendwo einen Stopp da unten und Ziel da oben. Und das ist das, was wir wahrscheinlich versuchen wollen. Gerade ist der Breakout im Euro passiert, seht ihr hier. Da bedeutet jetzt, da müssen wir jetzt im Prinzip ein bisschen von den Positionen die Stops entsprechend reinpacken, ja, müssen wir die Targets entsprechend reinpacken und naja, dann müssen wir ein bisschen schauen, ob wir noch ein Scale-Out machen müssen oder nicht. Wir sehen, wir haben eine relativ große Range, das heißt, ich würde wahrscheinlich ein Scale-Out machen, wenn wir hier wieder über die
1.08.20 gehen. Das werden wir dann aber im Laufe des Tages besprechen. Insgesamt erstmal, wie gesagt, haben wir jetzt erstmal das Signal bekommen und Marc hat uns damit das Short-Signal generiert. Und ja, der Trade werden wir natürlich jetzt gleich dann weiter betreuen. DAX warten wir noch, wie gesagt, machen wir Breakout Open Range. Ich mache es immer noch in beide Richtungen, den Breakout Open Range. Nach oben würde ich natürlich bevorzugen, aber weil wir immer noch hier in dieser großen Seitwärtsrange drin sind. Von daher Breakout Open Range beide Richtungen, aber Long Seite ganz klar bevorzugt. Und Bund hatte ich gesagt, wie gesagt, ein bisschen die Finger vor, ein bisschen stillhalten. Also was werdet ihr heute sehen können? Weil jetzt haben wir die erste Position, haben wir an der Backe. Wir werden nicht übermäßig viel traden und das ist ganz wichtig, dass diejenigen, die jetzt hier neu in dem Live-Trading-Raum sind, verstehen, letztendlich macht man das Traden nicht um des Tradens willen, sondern um Geld zu verdienen. Und es gibt Situationen am Markt, die sind, sagen wir mal, 5 Sterne plus und es gibt Situationen, die sind einfach nur durchschnittlich. Und warum die durchschnittlichen Situationen traden, wenn man die guten haben kann und wenn die Marktbedingungen eher auf einer Seitwärtsphase sind, was sollen wir unserem Broker reich machen mit rein und raus, dann versuchen wir uns hier eher die Füße stillzuhalten. Dafür haben wir an anderen Tagen, wo entsprechend richtig schöne Trends sind, gehen wir natürlich aggressiver zu Werke. Und es kann natürlich sein, dass im Laufe des Tages, dass das alles, was wir heute Morgen hier gesagt haben, über den Haufen zu schmeißen ist, weil der Markt uns eines Besseren belehrt. Also es ist ja nicht so, dass wir uns immer morgens hinsetzen und wissen, was am Markt passiert, sondern wir haben eine Einschätzung über die Marktbedingungen. Das ist eine Einschätzung wie über die Wetterbedingungen, dass man sagt, naja, heute ist Regen, ich gehe heute nicht raus. Ja? So, wenn ihr euch das vorgenommen habt und jetzt seht ihr mittags strahlende Sonnenschein, ja, dann ändert man natürlich nochmal seinen Plan. Und wenn wir jetzt hier am Markt sagen, na, heute ist Seitwärtsmarkt, wir machen nicht viele Trades, sehen aber mittags richtig Action, dann machen wir natürlich was. Nur, was ihr verstehen müsst, wenn ihr euch mit dem Seitwärtsmarkt anlegt, da zieht ihr langfristig keinen Vorteil raus, da verdient ihr langfristig kein Geld. Und das ist auch gar nicht notwendig, weil wir haben so viele schöne Trends, im Seitwärtsmarkt zu handeln, also konzentrieren wir uns auf die Trendmärkte. Und das ist einfach die Strategie, entsprechend so, wie wir entsprechend hier vorgehen im Tradac Live Trading Raum. So, bevor es jetzt weitergeht, ein kleiner Hinweis möchte ich euch kurz zeigen. Und zwar sind wir im April auf der Invest und da könnt ihr uns entsprechend besuchen. Wenn ihr auf unsere Seite geht, also wenn ihr auf der Tradac-Seite seid, ich zeige euch das mal gerade, dann wie ihr entsprechend dahin kommt, dann könnt ihr, seht ihr hier Invest, dann könnt ihr Tickets kostenlos bekommen. Ja? Also ihr wisst, Invest kostet Eintritt, aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns dort besuchen. Ich selber habe einen Vortrag, da werde ich diese Breakout-Open-Strategie, die wir auch automatisiert haben, zum großen Teil als Halbautomat laufen haben, vorstellen, wie man sowas einsetzen kann, wie man da entsprechend dann gleich mehrere Märkte gleichzeitig handeln kann und so weiter. Das wird ein 2-Stunden-Vortrag sein, also relativ lang. Wenn ihr zu Invest kommen wollt und dort kostenfrei an der Invest teilnehmen wollt, dann registriert ihr euch hier einfach. Seht ihr hier unten auf der Seite so ein kleines Registrierungsformular. Wir haben auch 2 kleine Angebote zusammengestrickt für die Invest, könnt ihr euch mal anschauen. Das ist unser Trading-Tagebuch und Risk-Manager, die werdet ihr heute im Laufe des Tages noch sehen. Das sind ganz wichtige Tools, die wir immer nutzen, um unser Trading zu kontrollieren. Und da haben wir 2 kleine Vorteil-Packs zusammengestellt, die werde ich euch im Laufe des Tages noch mal ein bisschen genauer zeigen. Aber wie gesagt, wenn ihr Lust habt, in der Nähe nach Stuttgart kommen wollt oder sogar in der Nähe da wohnt, registriert euch auf der Seite. Ihr kriegt entsprechend hier über uns kostenfreie Tickets für die Invest. So, also jetzt wieder zurück zum Markt. Wir werden kurz noch eine Strategiebesprechung. Euro-US-Dollar sehen wir hier. Nach dem Breakout kommt er direkt wieder hoch. Ich habe gesagt, wir werden Scale-Out machen, wenn wir hier über diese 20 laufen. Das heißt, wir werden hier einen relativ kleinen Verlust uns rausscalen, falls der Markt hier hochgeht, weil erfahrungsgemäß ist der Euro-US-Dollar ein recht treuer Markt. Bedeutet, sehen wir hier gestern, bricht er aus, geht das relativ schnell. Funktioniert das nicht, ist allerhöchste Vorsicht angesagt. Und das bedeutet Positionen verkleinern. Ja? Positionen verkleinern bedeutet, wir nehmen Risiko aus dem Markt. Wir haben immer noch den Fuß dann drin mit einem Kontrakt.
also sind immer noch, haben immer noch die Möglichkeit, die Range hier zu verdienen. Aber wir reagieren auf das, was am Markt passiert. Und das ist der Job für uns als Trader, auf das zu reagieren, was am Markt passiert. Also wir machen nicht, dass wir irgendwas vorhersehen, weil das können wir gar nicht. Also viele Leute können das, wir können das nicht. Also viele Leute wissen jeden Tag, wohin der Markt geht. Wir können es nicht. Wir können aber, was wir im Gegensatz zu denen können, ist Geld verdienen. Dadurch, dass wir einfach auf den Markt reagieren. Und wenn der Markt nicht das macht, was er machen sollte, was wir erwarten, dann gehen wir entsprechend mit unseren Positionen ganz schnell raus, reduzieren das Risiko, nehmen nur kleine Risiken, und wenn er das macht, was er will, dann versuchen wir natürlich hier das etwas größere Geld zu verdienen. Ich habe euch aber auch schon gesagt, wie gesagt, wir brauchen ein bisschen Trends, wollen wir mal gucken, ob wir da heute noch was sehen. Im Moment sieht es nicht danach aus. 5 Minuten noch bis zum Handel des bis zum Breakout im DAX und Bund. Und bis dahin habe ich den Marktkommentar jetzt erstmal beendet und wir sprechen uns im Laufe des Tages, werde ich mich nochmal wieder melden. Generell für die, die neu sind hier im Live-Trading-Raum, meistens läuft das Ganze nicht über Audiokommentare. Wir haben kleine Notizzettel drin. Ich habe im Moment gerade auf der WSS Future Station ein paar Probleme mit dem Chart. Das ist aber, werde ich gleich noch beheben, und ansonsten blende ich euch andere Charts ein. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuhören, wünsche euch einen guten Tag, bis dann, bye bye.